Oh, Peace Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Wie ihr es vielleicht gerade schon hört, das Video oder beziehungsweise die Audio ist gerade nachvertont. Und zwar, ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Original-Audio ist übertrieben übersteuert. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich kann euch mal kurz einen kleinen Clip einblenden, wie sich das normal anhört gerade. Komischerweise war wirklich nur der erste Teil vom Video so komisch. Der Rest ist wieder ganz normal und ihr könnt das Video euch natürlich jetzt ganz entspannt reinziehen. Was wir in dem Video machen, wir haben die neuen Kaugummis von Hey Morris getestet und ja, damit wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß. Oh, es macht so Spaß, einfach Motorrad zu fahren. Ich will jetzt endlich wieder Sommer, ich will mehr Videos produzieren, ich will öfters fahren, ich will wieder in die Schule mit dem Motorrad fahren, das war immer so entspannt. Aber bei minus 7 Grad morgens, da fahre ich da doch lieber kein Motorrad. Erstens, gut von der Kälte her wäre es mir eigentlich Wurst, weil ich könnte mich warm anziehen so, aber ich meine, wenn die Straße gestreut ist, dann ist es halt auch eigentlich echt nicht gut für mein Motorrad, weil ich keinen Bock habe, das jedes Mal mit Wasser extra zu putzen. Und wenn die Straße glatt ist, habe ich eigentlich auch keinen Bock, dass sie mich irgendwie aufs Maul haut. Aber ja. Oh, die Sonne, wie geil, Digga! Kick down! Geil. Von der Kälte geht's eigentlich, aber meine Hände, Alter, meine Hände frieren komplett ab. Ich habe so leichte Sommerhandschuhe an, aber ich habe halt auch keine anderen. Gut, ich bin in der Fahrschule, bin ich immer mit meinen fucking Skihandschuhen gefahren. Eigentlich hätte ich die echt auch wieder anziehen sollen. Aber Junge, es ist wirklich unglaublich kalt. Oh. Auch noch tanken. Aber die Spritpreise sind in letzter Zeit wieder so teuer. Die waren ja, also im letzten Jahr waren die ja noch relativ niedrig, also niedrig, aber die waren so auf 1,58 und so, also es ging eigentlich echt fit. Und jetzt sind die ja wieder immer über 1,70 oder vielleicht ein bisschen drunter, aber ich finde es immer noch so übertrieben teuer. Ich check das nicht, warum das so teuer ist. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall am Kaufland angekommen. Und wir schwingen uns jetzt rein und holen uns mal die Kaugummis. Ich habe gehört, die sind relativ teuer. Ich glaube 2,50 kosten die, aber egal. Digga, ich finde diese scheiß Kaugummis nicht. Digga, ich laufe hier gerade wirklich seit... Ich bin jetzt schon zweimal durch diesen ganzen Laden gelaufen und ich finde die Dinger nicht. Kaufland hier hat die auf jeden Fall nicht gehabt, also keine Ahnung, ob die einfach schlecht sortiert sind oder was auch immer, aber ich habe da gerade nachgefragt und die haben gesagt, ja, die haben sie selber nicht gefunden. Also das sind natürlich gute Voraussetzungen. Wir haben noch ein Kaufland in Metzingen und ich glaube, da werde ich jetzt einfach noch hinfahren. Ich hoffe, dann ist es wahrscheinlich eh schon dunkel, aber egal. Für euch werde ich das jetzt testen. Vielleicht ziemlich witzig, weil ich jetzt auf die Autobahn fahren muss. Geil! Bei 3 Grad muss ich jetzt erstmal gleich 120 fahren. Yeah, gut, habe ich gesagt. Egal. Also es ist schon echt scheiße kalt. Trotz, dass ich mich warm angezogen habe. Ich habe wirklich eine lange Unterhose an, eine dicke Hose an. Ich habe langes Unterhemd an, ein T-Shirt an, einen Pulli an und eine fette Jacke an. Naja, gut. Wir sehen uns dann vielleicht kurz auf der Autobahn oder... Okay, es ist nicht mal eine richtige Autobahn, es ist eine Stadtautobahn, aber ja. Wir sehen uns dann da einfach wieder. Ich bin jetzt wieder von der Autobahn runter. Hier wären wir eigentlich auch 100, aber irgendwie fahren alle 70. Yeah. Gefunden hier. Alter, endlich, Junge. Hätte es hier nicht gegeben, ich hätte geheult. Berg auf dem Motorrad. Ich habe die Kaugummis, wie ihr gesehen habt, endlich gefunden. Wenn die jetzt nicht gut sind, dann bin ich echt enttäuscht. Jetzt bin ich hier um Welten gefahren, habe ewig gesucht, bis ich was gefunden habe. Und jetzt hoffe ich, dass sie auch schmecken. Ich werde mich jetzt noch irgendwo auf entspannt hinflacken und werde die Kaugummis probieren.
Da nehme ich euch natürlich auch noch mit und dann war es aber auch schon wieder mit dem Video. Ihr könnt ja jetzt inzwischen, solange wir hier kurz warten, könnt ihr nach kurz auf den Follow und auf den Like-Button drücken. Digga, mein Visier ist beschlagen, ich sehe nichts. Alter, ich sehe halt gerade echt nichts. Das ist ja Katastrophe. Okay. Ich glaube, ich werde nirgendwo anders jetzt hinfahren. Ich werde jetzt einfach instant nach Hause in meine Garage fahren. Wir können ja dann den Geschmackstest von den Kaugummis in meiner Garage machen. Aber ich muss jetzt nach Hause. Ich friere wie Scheiße. Meine Hände sind so tot. Ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr richtig kuppeln. Perfekt, Digga. 2000 Jahre später. Junge, die Straße ist ja so glatt. Leck mich am Arsch. Digga, hier liegt ja gefühlt noch Schnee. Ach du Scheiße! Oje, 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 oje. Ob das so eine gute Idee ist? Ah, I doubt it. Digga, ist das creepy. Ich wollte eigentlich nur an einen bisschen abgelegenen Platz fahren, wo ich ein bisschen mit euch reden kann. Leck mich am Arsch. Digga, hier oben liegt einfach nur Schnee, hä? Junge, das sind 5 Meter! Das sind 5 Meter von mir! Digga, die Straße ist so glatt. Oh, Junge! Digga. Ich wollte ja eigentlich auch irgendwo ein cooles Bild machen, aber hier kommt doch irgendwo gar nicht die Sonne her. Ey, ich habe auch ein bisschen Paranoia. Ich glaube, ich gehe hier, bleib hier mal nicht. Ich habe keinen Bock, dass mich jetzt gleich noch aufs Maul haut und ich irgendwie wegrutsch. Fahre ich jetzt hier rein? Ja, komm. Gott, mein Vorderrad! Hilfe! So, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Feedback, was ich euch noch geben wollte, zu den Kaugummis. Also ich muss sagen, die Kaugummis sind echt lecker. Sie erinnern mich sehr an den Geschmack von Five Gum. Das gibt's doch auch die in den Boxen, ich blende euch hier mal kurz ein. Von der Form her sehen die auch genau gleich aus. Ich habe die extra mal mitgenommen. Kann ich euch die mal kurz zeigen. So sieht die Verpackung aus. So sehen die von innen aus. Ich habe schon fast alle gegessen, weil die sind schon lecker. Ja, da steht ja auch drauf, übertrieben lecker, das stimmt auf jeden Fall. Extra Crunch stimmt auch, also wenn du drauf beißt, dann ist es so ein bisschen crunchy, das ist echt geil. Aber wie gesagt, der Geschmack erinnert mich sehr an Five Gums, aber sonst ist der Kaugummi schon ganz nice. Ob ich euch jetzt empfehlen würde für das Geld, weiß ich nicht. Aber ich meine, Five Gums ist glaube ich genauso teuer. Und der Geschmack, der bleibt halt auch wirklich konstant, also es schmeckt ziemlich lange, ziemlich lecker. Also von dem her kann man nichts dagegen aussetzen. Außerdem, ich meine, das ist ja jetzt eh ausverkauft, so gut wie alles. Also supporten kann man da auf jeden Fall mal und eine Packung kaufen. Auch wenn es 2,50 kostet. Und ja, jetzt war es das mit dem Video. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber keine Ahnung, ich nehme das jetzt hier gerade innerhalb von der nächsten Woche auf. Weil ich die ganze Woche krank lag im Bett. Und ja, jetzt nicht gedacht, aber ich fahre mal wieder und jetzt liegt hier einfach noch Schnee, aber eigentlich pure Sonnenschein. Komplett lost. Also, haut rein und ciao.